Hi und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 41. Ausgabe der Tech News. Wahnsinn. Wie immer wird euch das ganze Format natürlich stolz präsentiert von Teufel. Wir schauen uns an, was sich in der vergangenen Woche in der Technikszene so ereignet hat. Jetzt geht's los. Viel Spaß. In der dritten Beta-Version von WatchOS 6 ist es nun endlich möglich, bestimmte vorinstallierte Stock-Apps zu deinstallieren. Das Ganze ging ja auch früher beim iPhone nicht. Irgendwann haben sie es dann geändert, dass einige Apps zwar vorinstalliert waren, man die aber löschen konnte und sich sozusagen neu installieren konnte aus dem App Store, sobald man die irgendwie wieder zurückhaben wollte. Und genauso ist es jetzt eben auch bei WatchOS geplant, beziehungsweise ist schon in der Beta verfügbar. Und finde ich auf jeden Fall sehr positiv, denn gerade auf einer Smartwatch hat man ja wirklich nur einen sehr kleinen Screen. Und wenn man da auch noch Apps sozusagen immer haben muss, die man eigentlich gar nicht braucht, ziemlich unnötig. Von daher sehr gute Neuerung. Erst kürzlich habe ich euch noch von der Xiaomi CC-Reihe jetzt berichtet. Wieder eine neue Ableger sozusagen von Xiaomi, da blickt ja keiner mehr durch. Da gibt es jetzt schon das erste neue Gerät und zwar das CC9. Gefühlt erinnert es mich irgendwie komplett an das Mi 9T, hat aber im Vergleich zum Mi 9T beispielsweise keine ausfahrbare Frontkamera. Xiaomi hat da ja schon verschiedenste Lösungen probiert, also eben auch über den Slide-Mechanismus der Kamera oder eben wie gesagt hier über dieses Ausfahrmodell. Und beim neuen CC9, da gibt es dann wieder eine kleine Notch. Ansonsten von den Specs her wirkt es irgendwie komplett eigentlich identisch zum Mi 9T. Auch der Snapdragon 710 ist verbaut, ca. 4000 mAh Akku. Ja, 179 Gramm schwer, 6,39 Zoll Displaygröße, also 2340x1080 Pixel mit HDR und einem AMOLED-Bildschirm. Ich denke, das Ganze ist natürlich auf jeden Fall auch wieder ein sehr preiswertes Gerät, kommt nämlich umgerechnet für ca. 220 Euro in der günstigsten Variante bei uns auf den Markt, beziehungsweise eben in China. Bei uns wird es dann vielleicht die günstigste Variante, ich weiß es nicht, 250, 260 würde ich das Ganze jetzt einschätzen, kosten, aber ist dementsprechend natürlich immer noch ein sehr, sehr preiswertes Gerät. Und mal gucken, vielleicht komme ich auch schon bald an eins dran. Test zum Mi 9T folgt übrigens auch schon nächste Woche, bleibt auf jeden Fall dran, wenn es gut läuft sogar schon diese Woche. Die neuen Philips Hue In- und Outdoor-Sensoren lassen sich nun seit neuestem in der Amazon-App in die Alexa-Routinen direkt implementieren, einbinden. Finde ich ziemlich cool gemacht, gerade im Vergleich zum Google-System irgendwie wirkt das Ganze doch stimmiger und auf jeden Fall gut, dass hier direkt die ganze Zeit an der Konnektivität gearbeitet wird, denn gerade mit solchen Sensoren kann man natürlich extrem coole Automatisierungsmöglichkeiten ja realisieren. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Sensoren für eine Wenn-Dann-Funktion verwendet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Der Möbelgigant IKEA und der Lautsprecherhersteller Sonos sind eine Kooperation eingegangen und sie wollen praktisch zum einen von IKEA das Möbelseitige nutzen und zum anderen vom Sonos die Lautsprecher, klar, und das Ganze vereinen. Es gibt jetzt dementsprechend eine Lampe, die auch noch einen integrierten, gut klingenden, smarten WLAN-Lautsprecher sozusagen, ja, unten integriert hat. Ihr seht es gerade mal eingeblendet. Finde ich jetzt optisch erstmal so semi, aber prinzipiell gefällt mir das Produkt ziemlich gut, beziehungsweise dieses Konzept. Zum anderen gibt es jetzt auch noch so eine Art ja, Lautsprecher, den ihr auch an der Wand montieren könnt, als kleine Ablage, bis zu 3 Kilo hält der aus, wie so ein Regalbrett sozusagen und das halt als Lautsprecher. Erstmal der Ansatz gefällt mir sehr gut, dass hier Möbel und Lautsprecher zusammen sozusagen vereint werden. Wie die Produkte jetzt umgesetzt sind und wie die jetzt erstmal klingen und so weiter, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich da in der Richtung tun wird. Die Butterfly-Tastaturen von Apple machen ja bereits seit 4 Generationen massive Probleme eigentlich und waren letztendlich für den Nutzer kein schönes Erlebnis. Ich habe zwar sehr, sehr gerne auf den Tastaturen getippt, andere haben aber auch dieses haptische Feedback sozusagen vermisst. Und ja, dementsprechend ist jetzt laut Gerüchten bekannt, dass beim MacBook Air 2019 und beim MacBook Pro 2020 eben eine komplett neue Technologie wieder zum Einsatz kommt, so ein bisschen wieder back to the roots, das heißt, man hat auch wieder ein Feedback. Anderes Tippen wird es auf jeden Fall komplett wieder sein. Ich bin gespannt, aber es denke ich ja letztendlich der einzig richtige Weg, denn nach diesen massiven Problemen jetzt über Jahre mit den Butterfly-Tastaturen war es jetzt nur eine Frage der Zeit, bis Apple davon wieder weggeht und wieder umsteigt. Die Amazon Echo Wall Clock kann ab sofort in Deutschland bestellt werden. Link zum Produkt natürlich in der Videobeschreibung direkt mal verlinkt. Kostet 29 Euro das gute Stück und jetzt fragt ihr euch erstmal, was ist das? Ist ein Produkt, hängt ihr euch an die Wand, sieht erstmal aus wie eine ganz normale analoge Uhr, hat aber zusätzlich noch 60 LEDs rundherum verbaut. Dort kann man sich dann beispielsweise mit einem Echo einfach einen Timer stellen. Man braucht nämlich in Verbindung für diese Uhr ein Echo-Gerät und sagt man einfach Timer 10 Minuten, keine Ahnung, und schon leuchtet dann auf der Wanduhr sozusagen, leuchten diese LEDs, beginnen eben in einem, ja, prozentualen Kreis dann eben zu leuchten und dann seht ihr da genau, wie viele Minuten ihr noch vom Timer übrig habt über diese Status-LED-Anzeige. Finde ich mega cool. Das Teil wird mit 4 ganz normalen AA-Batterien betrieben und kostet wie gesagt 29 Euro. Werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen, sobald meine Amazon Echo Wall Clock ankommt.
Lidl stellt mit Lidl Pay ein neues Bezahlsystem vor. Dabei ist es eigentlich ein Lastschriftverfahren. Kunden können eben über diese Kundenkonto-App dann direkt im Laden bezahlen. Man braucht kein NFC, das heißt, das Ganze ja sehr gut auch für Leute, die eben ein Smartphone schon aus einer älteren Generation haben ohne NFC. Aber selbst heute haben ja nicht mal alle Smartphones NFC. Von daher ganz gut. Gibt es auch schon ähnliche Systeme bei Edeka oder Netto beispielsweise, schon auch seit mehreren Jahren jetzt im Einsatz. Was haltet ihr davon? Nutzt ihr sowas? Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, okay, jetzt noch ein Bezahlsystem und hier jeder macht sein eigenes. Lieber, zumindest sehe ich das Ganze so, Apple Pay und Google Pay, so ein Hauptding, wo man alles machen kann. Aber klar, wie gesagt, wer kein NFC hat, da kann es durchaus vorteilhaft sein. Meinung auch dazu gerne in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Tech News. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch herzlichen Dank an Teufel nochmal, die mich natürlich wie immer freundlich bei der heutigen Folge unterstützt haben. Wir sehen uns spätestens kommenden Montag um 18 Uhr auf dem Kanal. Bei der nächsten Ausgabe, um das Ganze nicht zu verpassen, lasst mir gerne ein Like, ein kostenloses Abo auf dem Kanal da und folgt mir gerne auf Instagram. RealVanix, bis dahin macht's gut. Ciao.